Hallo, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Erst Souls 3, ich meine Dark Souls 3. Ja, da sind wir wieder. Und ich habe nachgedacht. Und wisst ihr, worüber ich nachgedacht habe? Wahrscheinlich wisst ihr das nicht. Ich habe nachgedacht, wir sollten hier noch klein müh weitermachen, weil dann erledigen sich zwei NPC-Questlines. Und das finde ich irgendwie ganz praktisch. Ja, wir stecken heute in meiner absoluten Lieblingsrüstung drin. Ich finde sie wunderschön. Also alles an der, wirklich das Design, das Blau, das Gold, das Silber, das sieht einfach so fantastisch aus. Das ist irre. Die Rüstung des Dancers, ist das Schönste, was sie in Souls geschaffen haben. Also ernsthaft. Und über den Dancer, da habe ich in der Beschreibung in der letzten Episode ziemlich viel dazu notiert. Also wenn ihr da Interesse habt. Wie immer habe ich es relativ auf den Punkt gebracht. Oh, er blockt. Mano. Warum tust du das? Das gibt's ja nicht. Ich dachte, ich könnte ihn reposten. Aber bei roten Rittern weniger denken, mehr handeln. Great Lance. Und ab diesem Bonfire da vorne, ich glaube theoretisch sogar schon früher, fangen alle Gegner an, randommäßig Chunks zu droppen. Auch die ganz kleinen, die ganz schwachen. Ich habe dazu auch ein Farmvideo gedreht. Das findet ihr auch auf dem Channel. Und hier passiert jetzt etwas sehr Interessantes. Aufpassen. Guten Morgen. Guten Morgen. Au. Interessanter daran finde ich, dass der da noch fliegen kann. Warum das so merkwürdig ist, erfahrt ihr bald. Erstmal möchte ich hier einen Absteiger machen. Tschüss. Man kann die auch mit Pfeil und Bogen töten, das habe ich bis jetzt eigentlich immer so gemacht, weil das hier ist ein bisschen... Der Typ ist ein Vollfreak. Da unten kannst du auch schön bleiben, also ernsthaft jetzt. Lass mich mal das töten, ich will die Seelen kriegen. Hallo. Ich weiß, dass du runterkommst. Bin ich zum ersten Mal hier. Ich dachte, ich hätte noch Zeit, aber da kam der Bolze. Der kann uns leider treffen. Ich wollte es gerade sagen, dass der uns treffen kann. Und jetzt noch der Bolzen, dann ist alles perfekt. Ja, man muss hier weg, wenn der Typ da am Durchdrehen ist. Aber willst du mal kommen? Danke. Es ist halt einfach am praktischsten, so den Bolzen-Heini auszuweichen. Kommst du wieder her? Das ist ja ein total beschissenes Timing von dir, weißt du das? Mann, ich ziehe hier die Heiltränke durch, ey, als wäre das eine kalte Cola. So, und jetzt zu dir. Nein, du gehst nirgendwo hin. Du bleibst schön hier. Und was viele übersehen, ist der Katharina Chime. Der kommt man jetzt noch nicht hin, aber der liegt da oben, wo die drei Spinner knien. Und mit denen lege ich mich jetzt mal nicht an. Mache ich dann. Mit einer Plunging Attack von oben. Warum sich auch jetzt mit denen abstressen, ne? Jetzt könnte man von hier aus so darunter und da ein bisschen Stress machen. Wir lassen das jetzt erstmal. Ich setze mal den Fokus darauf, die Drachen loszuwerden. Und eins noch zu der Rüstung vom Dancer. Es ist ganz interessant, dass in der Beschreibung steht, und zwar ist es die tatsächliche Wortwahl, steht dort, dass die Rüstung mit dem Fell der Tänzerin verschmolzen ist. Mann, ich kann nicht alles gleichzeitig, ihr Affen. Könnt ihr mal speien, wenn ich nicht rede oder so? Und diese Wortwahl, die finde ich einfach
ist kein Zufall, ne? Da steht tatsächlich mit dem Fell der Tänzerin verschmolzen. Was natürlich uns allen etwas zu sagen hat, weil die Tänzerin ist unter ihrer Rüstung genauso ein... Das war ja interessant. Genauso ein Monster wie die... Dass die kommen, weiß ich natürlich auch. Und das sind ziemlich viele von denen. Was besonders interessant ist an diesen Spinnern, die machen irre viel Schaden. Das soll man gar nicht unterschätzen bei denen. Dafür, dass die nur mit einem Broken Sword zuschlagen, fetzen die ganz schön. So, ist da unten noch einer? Ja. So, jetzt ist hier keiner mehr. Na doch, da hinten in der Ecke ist noch einer, aber um den kümmern wir uns gleich. Wollen wir das jetzt machen? Boah, nee, Moment, da stresst schon der nächste los. Warte, ich... Was wird denn das? Jetzt komm mal näher ran. Oh, Alter. Mann. Gut, wenn ich schon hier unten bin, dann kann ich jetzt auch da rumgehen. Eigentlich ist das hier alles eine Riesenfalle mit Sprengfässern. Dum-dum-dum-dum-dum. Da kommt das Dreier-Team. Tick, Trick und Track. Das ist doch unglaublich, wie der nochmal beschleunigt hat am Ende. Man muss das für die nicht aufladen. Die sterben auch so. Und die können auch Titan-Chunks hinterlassen. So, Kollege, jetzt zu dir. Schmeißt du hier die ganzen Bomben? Lass das bitte. Danke. Gut, die Spinner können wir erstmal alle sitzen lassen. Und dann das da looten und den Hebel betätigen. Das wäre jetzt erstmal mein Vorschlag und dann kümmern wir uns um den Drachen. Ich habe bei meinem zweiten oder dritten Playthrough ernsthaft vergessen, diesen Schalter zu betätigen. Und ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn nirgendwo gefunden. Ich bin durchgedreht. Ich sage, ich bin noch 1000 Mal hier schon durchgelatscht. Wo ist dieser Schalter? Der war die ganze Zeit vor meiner Nase. So, du darfst jetzt aufwachen. Was? Hä? Ach so. Ja, schade. Ich hätte es sehr gerne mit einem Chaos-Fireball eröffnet. Wenn man denen da zu nahe kommt, ist das wirklich unangenehm. Deswegen benutze ich da auch einfach die Feuerpfeile. Das geht tatsächlich flott. Man könnte jetzt auch so eine Combo machen, wenn er das nächste Mal da am Ausflippen ist. Ja, jetzt noch nicht. Moment. Und die da, da müsste man jetzt zielen für. Das kann ich nicht so gut. Oder? Ah, naja, so ein bisschen fast. Ich kann es ein bisschen noch. Aber ich habe zu viel Mana verbraucht. Hallo, wieso triffst du denn jetzt nicht mehr? Oh, schöner Treffer. Könnte man jetzt mit, wenn ihr nur ganz wenig Bomben habt, oder nur ganz wenig Pfeile habt, ihr könnt da dann reinlaufen, wenn der, wenn dem da hinten so ein bisschen warm ist, dann rennt ihr einfach rüber und weckt ihm eins mit der Waffe. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum kommt da korrupte Humanity aus einem Drachen raus? Und das ist eine extrem interessante Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Drachen sind, die mal früher Menschen waren. Der Beweis ist ja erbracht worden, dass man aus Humanity, aus Menschen-Humanity, sowas Gewaltiges wie ein Drachen machen kann. Oder mal eben den Vater des Abyss. Das geht ja auch. Ist ja nicht so, dass das nicht gehen würde. Also man kann schon ganz schön krassen Scheiß mit Humanity anstellen, wenn man weiß wie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eines dieser Fälle ist. Jetzt ist der da auch tot. Das ist wahnsinnig praktisch für uns. Und wo lang? Gut, sammeln wir erstmal hier alles ein, okay? Refined Game. Dankeschön, ich hatte keinen mehr. Und nehmen wir das hier mit. Auch interessant, dass beide sterben übrigens. Ne? Man tötet nur einen, aber beide nibbeln ab. Das gibt's auch nicht jeden Tag. Dreht da vorne jetzt schon durch, der Kerl? Ne, gut. Der ist vielleicht stark, der da oben. Mann. So, dann wollen wir hier mal abschließen. Steht der Kerl hier noch? Yep. Jetzt steht er nicht mehr.
Black Firebombs, was hat man hier auch erwartet, womit die hier werfen? Das sind keine gewöhnlichen Firebomben, mit denen die hier durch die Gegend schmeißen. Und da frage ich mich gerade mal, ja, doch, die skalieren mit Stärke, das hat mich immer gewundert, warum die mit Stärke skalieren, um ehrlich zu sein, und nicht mit anderen Dingen, wie Faith und Intelligence, irgendwie sowas. Hätte ich sinnvoller gefunden. Aber gut, wahrscheinlich erklärt man sich das dann so, wer das Ding am härtesten in das Gesicht des anderen werfen kann. Du, es sind alle tot. Kannst hier niemanden mehr wecken. Kannst einfach die Fresse halten. Zu den beiden mit Anlauf, dass man hoffentlich beide erwischt. Sehr gut. Dann nerven die gar nicht erst lange rum. Titan Knight Scale. Und dann jetzt zu dieser Mimik, zu dieser problematischen Mimik. Zumindest mit unserer Waffe. Aber gut, ja. Mach mal auf. Ich mag diese Automatisten-Mimiken nicht. Wo der Sprungangriff so so magnetisch ist. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben's im Dungeon erlebt. Wenn die springt, wenn die einen versucht zu greifen, dann muss sie einen nur so ein bisschen treffen und schon seid ihr gefressen. Die ist jetzt auch nicht irre stark. Man muss bei der einfach nur aufpassen. Davon will ich jetzt gar nicht erst getroffen werden. Oh, das hat sie echt noch überlebt. Das ist ein Move, den sie sehr selten macht. Tight Night Scale. So auch wie der FromSoft hier. Ne? Mit Venen fahren. Ihr solltet vielleicht eine stärkere Waffe haben. Jetzt hier habt ihr ein bisschen Tight Night Scale. Vielen Dank, FromSoft. Vielen Dank. Ja, warum tatsächlich beide tot sind, ist für mich kaum zu begreifen. Im Moment. Titan Knight Chunk, da will ich jetzt noch gar nicht runter, obwohl es da hinten, nach da hinten hin tollen Loot gibt. Wir heben jetzt hier nur eine Sache auf und Homeward Bowden uns jetzt nach Hause, um die Estus Flask Shards wiederherzustellen. So spielt sich das halt, wenn man das Schild halt wenig benutzt, so wie ich jetzt. Muss man ab und zu mal zurück an der Bone Shard. Hätten wir jetzt eine Ashen Estus Flask, könnten wir noch den Spinner da hinten töten. Aber im Grunde könnten wir den hier auch töten, bevor er sich verwandelt. Und hier ein kleines bisschen was einsammeln. Titan Chunk. Titan Chunk. Vielen Dank. Jetzt könnte man auch theoretisch die Waffe aufwerten. Da. Liest. Ja, wir wollen nicht entscheiden. Wunderbar, da sind wir wieder. Und jetzt ist das Ganze auch viel chilliger zu durchschreiten. Ich bin versucht, den rotäugigen Ritter zu töten. Einfach wegen den Seelen. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Die einfach immer mitzufarmen. Aber lassen wir das jetzt. Dem Spielfluss zuliebe. Und biegen hier einmal ab. Wo war das hier? Hier ist die Treppe. Lag da noch was? Ich glaube, nö. Tut's auch nicht. Oh, wunderbar. Dann erstmal zu dem Spinner, weil der wird hinterherkommen und rumnerven. Ey, das ist doch echt irre, dass ihr das alle überlebt. Ich meine, gut, ich könnte die Waffe natürlich aufwerten jetzt. Und zwar nicht wenig. Und wenn ich bedenke, dass der Schaden mit plus 5 skaliert, also man kriegt... What? Das ist ja gerade ein Pfeil an mir vorbeigeflogen. Was soll ich das? Aber da ist gar kein Fenster. Das war kein Pfeil, der? Das habe ich mir nur eingebildet. Okay. Wo war ich? Ach ja, wir kriegen pro Wisdom-Punkt, kriegen wir 5 Schaden hinzu mit dieser Waffe. Und vergiss nicht, die ist einhändig unglaublich stark. Die müssten wir nicht mal zweihändig tragen. Ich tue es aber trotzdem.
Welches mag? Hallo? Hallo? Erkennst du mich? Ich bin der Dancer. Heiß, heiß, heiß. Ja, die sind komplett humorlos. Die drehen... Ihr wisst das. Ihr wisst das ganz genau, wie die hier am Durchdrehen sind. Das war jetzt nur so ein Beispiel, ne? Guck. Das ist so scheiße von dir. Ich sollte vielleicht wirklich weniger experimentieren und präsentieren und mich bei solchen Gegnern lieber auf den Kampf konzentrieren. Die sind halt kompliziert und mit Ultra Great Swords ist bei denen ist das einen kleinen Tick schwieriger. Ich will jetzt auch gar keine Ausreden suchen. Ihr verbraucht halt ziemlich viel Stamina beim Schwingen und ihr braucht diese Stamina, um auch mal wegrollen zu können. Das ist der Vorteil bei Kleinwaffen. Euer Konsum ist wirklich überschaubar. Als bei diesen großen. So, gehen wir da jetzt runter. Ich verlagere den Kampf trotzdem immer ganz gerne nach oben, um ehrlich zu sein. Also von dem Plan, ihn mal kurz anzupieksen, will ich jetzt gar nicht so abweichen. Machen wir einfach vielleicht mal so einen Pull. So, komm mit. Das hat mehrere Vorteile. Wenn man oben stirbt, kommt man sehr leicht an die Seelen. Und ihr seht ja seine Bewegungen. Das Ding legt Distanzen zurück, das ist irre. Und so kann man wenigstens ausweichen. Dort unten ist man ziemlich eingepfercht mit dem Vieh. Der hat sich das jetzt anders überlegt, wie mir scheint. Ernsthaft jetzt? Kann man den so cheesen? Könnte man. Könnte man bestimmt. Wäre ich da jetzt nicht hinterhergekommen, wäre der an seinen Platz gegangen. Ich fasse es nicht. Na, schießen wir nochmal an. Wow. Mr. Agromaniac, ey. Schade. Manchmal klappt das, dass er so getimed dasteht, dass ein voll aufgeladener Angriff durch diese... Es hat so ein bisschen Flame-Lurker-Style aus Demon's Souls, wer der noch kennt. Es gab... Oder es gibt hier immer noch diese Möglichkeit, ihn so ein bisschen durch einen riesengroßen Knochen, der am Eingang des Boss-Eingangs liegt, zu cheesen. Apropos Demon's Souls, hat hier jemand Interesse dass an Demon's Souls Let's Play? Ich musste letztens wieder so stark an Demon's Souls denken. Ach, Moment, aufhören zu labern, ey. Moment. Immer hier auf den grünen Fuß kommen. Ich frage mich, wie weit man den eigentlich rauskiten kann. Das habe ich auch noch nie versucht. Oh, aber das ist auch das erste Mal, dass ich mit so einem großen Schwert spiele. Mal gucken, wie weit er kommt. Schafft man das, den hier runter zu kicken? Das wäre ultra lustig. Ich meine, man müsste sich so irgendwie... man hätte sich an die Kante stellen müssen, damit er versucht, einen anzuspringen und dann eben durch die Kante fällt. Und dann könnte man ihn von oben einfach ganz normal umbringen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er hinterherkommt. Wow, ey. Dass der noch nicht gesprungen ist. Oh, das war so knapp. Der Pfeil hat mir komplett den Arsch gerettet. Hast du das gesehen? Der war schon im Hechtsprung. 62 Schaden. Oh mein Gott, kommst du weit hinterher? Ich dachte, du hättest vielleicht irgendwo so eine Art virtuellen Stopp. Dass er ab einem gewissen Zeitpunkt aufhört, einem zu folgen. So wie das manche Gegner halt haben. Ich wünschte, ich hätte Giftpfeile dabei. Jetzt treffe ich aber auch seinen Kopf nicht mehr. Irgendwie. Komm mal, Mila Witt, Kollege. Ja, genau das wollte ich von dir sehen. Genau diesen Einsatz. Dankeschön. Ah. Irithyll Rapier. Cool, da kann man... So kann man den halt cheesen.
man muss halt nicht immer alles mit brutalen, riesengroßen Schwertern lösen. Ist ja auch witzig, so habe ich ihn noch nie getötet. Aber so hat er es verdient. So, hier haben wir ziemlich viele Schatztruhen. Echt nicht wenig. Komm mal her zu Papa, Twinkling Titanite. Was wollen wir denn bloß mit so viel Twinkling Titanite anstellen? Wir könnten uns Catalyst aufwerten. Oder nochmal irgendwie eine Demon, so hier diese Riesenaxt, Black Knight, Great Axe hieß die, glaube ich, ne? Moment, ich muss die Waffe zweihändig nehmen. Dann sortiert er das natürlich schon besser. Black Knight, Great Axe, genau. Die kostet 36 Stärke. Da müssen wir 6 Level in Stärke investieren. Wäre jetzt ja auch nicht unbedingt eine Verschwendung. Allerdings ist, wenn wir die jetzt hier mit einem Titan Slap versehen würden, wäre sie einfach unglaublich stark. Also irre. Ich habe mir die Bonus so angeguckt, die man da kriegt. Und da bekommt man schon ein bisschen Pipi in den Augen, wenn man sieht, wie viel Schaden man damit anrichtet. Und wenn ich dann noch überlege, Mensch, wenn der Charakter voll auf Stärke geskillt wäre, was da an Damage rübergekommen wäre normalerweise, das müsste der Wahnsinn sein. Jetzt kommt der Lurch von da oben. Ja, der ist zumindest vergiftet. Er wird trotzdem noch mit seiner Heilung den Kerl hier erreichen, der eine Blessed Weapon Verzauberung hat.